Das Schloss ist geöffnet. Ein Traum. Dann holen wir Chris mal schnell aus der Bredouille raus. Jill. Sorry about the wait. So everything's taken care of? Well, almost. Now let's get the hell out of here. Die Frage ist, wie machen wir jetzt Brad auf uns aufmerksam, dass er mit dem Heli landen soll? Ich glaube, im Originalspiel ist dafür Sorge getragen. Da gibt es, glaube ich, eine Stelle, wo man das macht, aber bin ich mir auch nicht ganz sicher. Vielleicht finden wir dort aber auch einfach eine Leuchtpistole. Das kann schon sein. Come on, let's go. Gut, dass du weißt, wo es lang geht und schön, dass ihr alle immer gleich wegrennt. Okay, aber wir müssen ja jetzt bloß noch die Treppe hochrennen und dann so schnell wie möglich raus hier. Mit Aktivierung des Selbstzerstörungssystems werden ja alle Schlösser geöffnet. Und damit sollte jetzt auch der Durchgang zum Heliport frei sein, der ganz am Eingang des Laborbereichs war. Unser Freund hier mattet immer noch ein bisschen ab. Kann er tun. Ich sammle dabei mal hier das letzte Kraut ein. Oh shit. Jetzt hat er sich doch noch anders überlegt. Na gut. Soll er halt machen. Ich werde ihn nicht hindern. So. Kann er da bleiben? Ist mir recht. Er darf braten. Braten soll er. So. Wie machen wir das jetzt? Ich schmeiß mir. Ach, ich bin noch grün. Ich bin noch grün. Das ist ja Wahnsinn. Gut, das tun wir weg. Ansonsten, denke ich, sind wir ganz gut ausgestattet. Ich werde mal... Ah ne, das kann ich ja nicht hier machen. Ja, ich werde nochmal speichern. Es ist besser, hier nochmal zu speichern. Falls das jetzt schief geht, dass wir nicht ganz so einen weiten Weg haben nochmal. So, das wird wahrscheinlich unsere letzte Speicherung sein. Es geht aufs Ende zu, Leute. So, speichern beendet. Das Farbband schmeißen wir wieder weg. Und jetzt geht's los. Come on, come on, hurry! Gut, die beiden sind dabei und ich werde mal ganz kurz, was ich jetzt eigentlich gerade schon machen wollte, als ich noch in die Truhe geschaut habe, die Säuregranaten reinladen. Die haben wir bisher noch nicht weiter verwendet und auch die Magnum habe ich noch nicht weiter verwendet. Ach nee, weißt du, ich glaube, ich werde die... Mensch, hier ist ja was los. Brauche ich alles nicht. Lassen wir liegen den Kram. Unwichtig. Okay, wir müssen also irgendein Zeichen geben. Ich denke, hier wird irgendwo eine Leuchtpistole rumliegen. Ich kann mir eigentlich nichts anderes vorstellen gerade. Halt, was ist das hier? Sicherungskasten mitnehmen. Ja klar. Zur Not müsst ihr dann halt irgendwie ein Heilkraut verschwenden oder sowas. Der Aufzug funktioniert nicht. Sie müssen diese Stromversorgung wiederherstellen. Ja, ich habe ja gerade die Sicherung aufgenommen. Die kommt dann wahrscheinlich hier rein. Natürlich. Das war ein äußerst schweres Rätsel zum Ende. Oh. Damn it! We're almost there. Jill, you just hit in contact with Brad. No. We can make it. Jill, ladies first. Chris. Would you let me have my moments too? All right. We'll rendezvous at the heliport. Vor allen Dingen Chris mit seiner kleinen Beretta. Da hätten wir ihm noch eine Waffe leihen können. Wir haben doch genug davon. Naja. 3 Minuten. Ab jetzt läuft der Countdown. Bis dahin sollten wir von hier verschwunden sein. Gut, los geht's. So, was haben wir denn hier Lustiges? Signalraketen mitnehmen. Was ist das für eine riesen Kiste? Okay, können wir die gleich hier anwenden. Stellen wir uns mal in die Mitte des Heliports. Hier so. Und benutzen die.
Oh, wir können sie ja erstmal prüfen. Die Zeit läuft ja nicht weiter, während wir im Inventar sind. Ah, okay, sie macht das Ding noch auf. Feuerwerkssignalraketen. Damit kann ich Brad ein Zeichen geben. Okay. Gut, sonst sagt sie nichts mehr dazu. Na dann. Nein, ich will es nicht nochmal untersuchen. Los geht's. You made it! Oh, fuck. Au! Das muss doch wehgetan haben. Tja, leider war das zu erwarten, dass der Kerl nochmal kommt. Oh, was? Was tust du, Mädel? Kannst du bitte ihn töten? So, jetzt hat er, glaube ich... Ja, ich glaube, jetzt haben wir seine Aufmerksamkeit. Wieso schießen die so kurz? Man weiß es nicht so genau. So, jetzt will ich mal was ausprobieren. Oh, vielleicht auch nicht. Doch, ich probiere es mal aus. Ich bleib mal einfach stehen. Und jetzt müssten wir eigentlich... Geht das? Geht das? Können wir... Ja, wir können den Schocker benutzen. Sehr gut. Das wollte ich mal probieren. Das habe ich nämlich irgendwo gelesen, dass das funktioniert. Brad hat uns was zukommen lassen. Ich will vorher aber nochmal kurz den Magnum ausprobieren hier. Der haut nämlich schön rein. Und ja, wir hören, dass es dieselbe Waffe, die Barry auch hat. So. Haben wir wenigstens mal einen Schuss mit dem guten Ding abgegeben. Und jetzt wird's interessant. Baby. Burn. Es ist geschafft. Endlich in Sicherheit. Das war Resident Evil HD Remaster. Und ich muss sagen, es hat verdammt viel Spaß gemacht. Also Resident Evil, das ist für mich eigentlich das Resident Evil. Ich meine, es war natürlich auch das erste, das rausgekommen ist, auch das erste, was ich gespielt habe. Wie ich schon mal ganz am Anfang des Let's Plays erwähnt habe, das ist auch ein bisschen Kindheitserinnerung für mich und ich liebe dieses Spiel einfach. Es hat auch noch ein ganz anderes Flair als die späteren Resident Evil Teile, finde ich. Generell die ersten drei Teile, die haben noch eine ganz andere Atmosphäre irgendwie als die danach. Und die ist einfach super. Die ist auch hier wieder super eingefangen, finde ich. Und auch wenn einiges stark verändert war, ist es doch sehr gut geworden, muss ich sagen. Und ich finde es eigentlich ein bisschen schade, dass Wesker da nicht doch noch platt gemacht wurde, dass sie das so sehr abgeändert haben. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Ansonsten aber richtig cooles Spiel. Und ich bin auch... glaube ich, geneigt, mal mit Chris noch so privat das Ganze durchzuspielen. Und es ist, ja, war schön. Also von der Qualität her muss ich sagen, das ist richtig gut gelungen in dem normalen Spielverlauf jetzt. Allerdings sind so ein paar Zwischenszenen gewesen, wie zum Beispiel, als wir das Wasser aus dem Pool abgelassen haben auf dem Weg zu der Residenz. Das sah schon ziemlich matschig aus. Ich weiß nicht, ob sie da einfach die Originalaufnahme genommen haben, die Originalszene. Da hätten sie noch ein bisschen mehr Sorgfalt reinlegen können. Ansonsten richtig geil gelungen. Und
mich freut's auch wirklich, dass sie die Atmosphäre aus dem Originalspiel erhalten haben. Am Ende haben wir es also geschafft, mit Jill sowohl Chris als auch Barry zu retten, weil beides gute Kerle sind. Chris hat sich sowieso nichts zu Schulden kommen lassen. Barry wurde letztendlich nur erpresst. Leider ist Wesker davon gekommen. Ja, im Original ist es halt so, Wesker wird aufgespießt, überlebt aber trotzdem irgendwie und wird wieder zusammengesetzt. Und hier kommt er ganz davon. Jill, you did a fine job. I know. Und da haben wir noch eine Statistik. Ich glaube, das gibt's im Original auch nicht. Wir haben weniger Heilungsobjekte verwendet, als wir Farbbänder verbraucht haben. Das ist ja Wahnsinn. Knapp 400 Schüsse abgefeuert. Und man schaut sich das mal an. Nur 112 Kreaturen, die wir getötet haben. Wenn ich da an andere Spiele denke, an modernere Spiele, was man da doch reihenweise die Viecher weghaut. Und dieses Spiel lebt aber einfach davon, dass es, ja, dass es halt eine gute Atmosphäre hat und man jederzeit damit rechnen muss, dass irgendwelche creepy Kreaturen wieder an irgendeine Stelle gesetzt wurden. Und auch diese festgesetzten statischen Kameras, die haben auch viel damit zu tun. Also die tragen auch extrem dazu bei, weil man dadurch einfach nicht alles sieht. Es kann natürlich auch schief gehen, wenn man in manchen Spielen dann schlecht gesetzte Kameras hat. Beziehungsweise, weil Resident Evil so gut funktioniert hatte, gab es da auch noch zum Beispiel Dino Crisis. Das war ein Ableger, der in eine andere Richtung ging. Da hat man dann Dinosaurier gemetzelt. Die ersten zwei Spiele habe ich auch unglaublich gern gespielt früher. Und gerade bei Dino Crisis 2, das habe ich so oft gespielt, dass ich das am Ende in unter 2 Stunden durchspielen konnte. Und da gab es wohl auch einen dritten Teil von, wo man aus irgendeinem Grund dann in der Zukunft, weit in der Zukunft war und mit dem Jetpack durch die Gegend reisen konnte. Und da war einfach dann die Bewegungsgeschwindigkeit zu schnell, um noch irgendwie sich orientieren zu können mit den Kamerawechseln. Das Problem haben wir hier nicht, das ist halt alles ein bisschen entschleunigt. Aber das ist auch gut so, das ist halt eine ganz andere Art zu spielen, als es bei modernen Spielen üblich ist, finde ich. Und ich würde sagen, wir haben einen guten Job gemacht. Jill hat ein neues Kostüm. Sie haben einen Kleiderschrankschlüssel erhalten. Ein neues Kostüm wurde freigeschaltet. Sie können sich im Ankleideraum umziehen. Ja, der Ankleideraum, der ist an einer Stelle, die wir noch gar nicht gesehen haben. Das könnte ich vielleicht noch zeigen. Ja, warum nicht? Dazu werde ich nochmal wahrscheinlich anspielen müssen. Ich glaube, das sehen wir so jetzt noch nicht. Ach, noch einmal. Sehr gut. Ich glaube, da haben wir dann die ganzen Waffen mit dabei oder so. Und, oder schauen wir mal kurz in die Galerie. Nein, in der Galerie haben wir jetzt bloß Ende Jill 1 und das Intro. Also wir sehen, es gibt 6 Enden pro Person. Das sind die ganzen Jill-Enden, das sind die ganzen Chris-Enden. Je nachdem, wer überlebt eben. Barry und Chris, nur Barry, nur Chris, gar keiner. Und dann noch 2 weitere, von denen ich keine Ahnung habe, was da drin ist. Wer weiß. Ich nicht. Und das war es erstmal von der Stelle und wir sehen uns gleich nochmal wieder, wenn ich im Ankleideraum mit Jill bin. Und da sind wir nochmal. Ich befinde mich im Erdgeschoss des Herrenhauses. Wenn wir auf die Karte schauen, sehen wir gleich hier. Das war dort, wo der Dolch rumlag und uns der eine Zombie dann besucht hat. Also auch dort, wo wir die Karte fürs Erdgeschoss gefunden haben. Hier bei der Frau mit dem Wassertöpfchen in der Hand oder Frau am Brunnen oder so hieß sie ja, glaube ich. Und wir haben erhalten, als wir das Spiel durchgespielt haben, diesen Kammerschlüssel. Beziehungsweise den erhält man nicht direkt, sondern der wandert in die Truhe hinein und das bedeutet, man muss erst bis zur Truhe spielen. Das musste ich jetzt gerade mal machen. Deswegen musste ich erstmal fix den Schwertschlüssel organisieren und konnte dann oben rechts hier im Ostflügel im Obergeschoss in die Inventarbox dort reingehen und konnte mir den rausholen. Und diesen Schlüssel braucht man an diesem Gemälde. Sie haben den Kammerschlüssel verwendet. Das habe ich auch im Originalspiel gar nicht mitbekommen, dass dort was ist. Und wir sehen auch schon, wir haben ein neues Outfit, das sieht nicht so schön aus, finde ich. Also mir gefällt es nicht so, keine Ahnung, so Steampunk-mäßig mit dieser Brille. Ich weiß nicht. Muss nicht sein, also mir gefällt Jill im Originalkostüm schon am besten bisher, muss ich sagen. Aber wir schauen mal hier rein, was es denn hier Schönes gibt. Sieht so voll nach Schloss Neuschwanstein aus, was da auf dem Bild ist. So, das hier kenne ich auch noch nicht. Schauen wir mal, möchten Sie sich umziehen? Okay, hier haben wir jetzt quasi einen begehbaren Kleiderschrank und können uns alle Outfits anschauen. Das Stars-Outfit kennen wir ja. Gehst du jetzt wieder raus? Du kannst schon drin bleiben. Du musst nicht gleich wieder rausgehen. Genau, das ist das, was wir die ganze Zeit hatten, das Stars-Outfit. Das ist auch das, was am besten aussieht und was meiner Meinung nach auch zu Jill gehört. Mit ihrem kleinen Barett obendrauf. So, ja bitte.
Dann haben wir noch die Army Jill, das war die, die wir gerade hatten. Und die BSAA Jill, die haben wir noch gar nicht gesehen. Das BSAA, das ist übrigens eine, ich weiß nicht, ist das eine Söldnervereinigung? Auf jeden Fall ist die auch, ist das eine moderne Form der Bekämpfung von Umbrella. Also da gibt es ja auch Umbrella nicht mehr direkt, sondern da geht es dann über Tochterfirmen und so. Ja, und das ist das BSAA Outfit. Ist an sich okay, an sich schon, aber dieses Basecap finde ich irgendwie blöd, muss ich sagen. Aber schöne hautenge Hose hat sie an. Ja, gut, ansonsten scheint es hier nicht mehr viel zu geben, aber das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Das heißt, wenn ihr durchspielt, bekommt ihr den Schlüssel für diese Tür und eine Sammlung von Abendkleidern und Fracks. Die möchten sie bestimmt anprobieren. Natürlich! Ja. Gut, ich weiß nicht, ob dann hier drüben vielleicht die für Chris hängen oder so. Möchten sie sich umziehen? Nein, okay, das ist auch einfach nur nochmal dasselbe wie vorher. Dann würde ich sagen, bleiben wir jetzt einfach mal so. Gut, und damit möchte ich nochmal ganz kurz zum inhaltlichen Einwort verlieren. Und zwar, wir haben auf leicht gespielt. Also es gibt wohl sehr leicht, leicht, normal und schwer. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, huch, wollte ich gar nicht, haben wir auf leicht gespielt und nicht auf normal. Denn schwer ist am Anfang, glaube ich, noch nicht auswählbar. Jetzt, wenn man auf Nochmal geht im Hauptmenü, dann kann man das auswählen, dann steht es richtig da. Und dann ist auch schwer auswählbar, aber ich glaube, wenn man am Anfang diese Auswahl zwischen den dreien hat, dann ist das in der Mitte leicht. Denn ich habe jetzt Normal gewählt und es waren einige Zombies mehr unterwegs. Also da war doch schon einiges mehr los. Und ich nehme an, dann wird es auch knapp mit der Munition. Ich muss ja sagen, im Spiel, wie wir es jetzt hier im Let's Play hatten, war es gar nicht so knapp mit der Munition. Ich habe zwar manchmal, ja, das lag einfach daran, dass ich mich immer auf die schwächstmögliche Waffe konzentriert habe, wenn ich Gegner weggehauen habe, um mir die Munition für die starken Waffen aufzuheben. Dadurch habe ich manchmal ein bisschen am Hungertuch genagt mit der Munition, aber wenn man sich überlegt, wir haben immer noch die Magnum gehabt und die Bazooka und wir haben am Ende, ich glaube, wir hatten 24 Schuss für die Magnum und bestimmt auch nochmal genauso viel für die Bazooka in verschiedenen Geschossformaten. Also wir haben noch wahnsinnig viel Munition gehabt. Wir hätten drei Tyranten bekämpfen können wahrscheinlich, ohne Probleme. Also auf leicht hat man auch keine großen Munitionsprobleme eigentlich. Und was man natürlich gar nicht hat, sind Probleme an Heilsachen zu kommen. Also wir haben da wahnsinnig viel stehen lassen, wenn wir nochmal hier auf die Karte schauen. Da haben wir ja ganz im Osten dieser eine Außenbereich dort. Da standen ein Haufen Pflanzen rum, dann im Obergeschoss, wo ich jetzt leider noch nicht so viel aufgedeckt habe, da hatten wir, nee, das war gar nicht im Obergeschoss, doch, da stand auch draußen, wo wir den Hund mit der Hundepfeife gerufen haben, stand eine Kiste rum hier, so ein Blumentopf halt, mit Kräutern drin, das heißt, da hätten wir uns dauerhaft immer heilen können. Und hier gab es auch noch, dort wo die kleine Pflanze, die wir mit dem Düngemittel, nicht mit dem Düngemittel, mit den Chemikalien vergiften mussten, das ist im Westflügel, quasi ganz im Norden dort, also der eine Raum, der da am Ende des langen Ganges liegt, dort gab es ja auch noch einiges an grünen Kräutern drin und das haben wir alles nicht gebraucht und wir haben trotzdem noch Massen an Heilmöglichkeiten übrig gehabt. Das heißt, man braucht sich eigentlich um Heilung wirklich keine Sorgen machen. Also ich weiß nicht, ob dann hier auf normal, ob dann vielleicht weniger Pflanzen rumstehen, das kann schon sein. Auf leicht ist es aber wirklich eigentlich nicht das Problem, durchzukommen. Natürlich kann man das ein oder andere Mal sterben, vor allen Dingen, wenn man die Gegner noch nicht kennt. Wie das mir zum Beispiel mit der Spinne ging, da musste ich ja auch erst zwei Versuche unternehmen, bevor ich dann mitbekommen habe, wenn man um die drum rumläuft, weil sie so langsam ist, dann geht es einfacher, sie zu besiegen. Aber gut, ansonsten, wenn man sich in dem Spiel auskennt, denke ich, kann man auch auf höheren Schwierigkeitsgraden da durchaus durchkommen, auch wenn da mehr Zombies und Gegner unterwegs sind. Das soll es jetzt eigentlich von mir gewesen sein. Also, wir haben ja, glaube ich, ein bisschen über 9 Stunden gebraucht, ne? Fast 10 Stunden Spielzeit. Ich bin jetzt hierhin auch ein ganzes Stück schneller gekommen. Also, wenn man weiß, wo die Sachen sind, geht es doch viel, viel schneller. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass es wirklich Speedrunner gibt, die das in 3 Stunden schaffen. Das ist ja eine Tat quasi, eine Herausforderung von Steam. Und eine Errungenschaft, so heißt es. Eine Errungenschaft von Steam, das in 3 Stunden zu schaffen, das ist schon Wahnsinn. So, mal ein bisschen Arsch zeigen. Nein, sorry. Das ist eine Errungenschaft von Steam, die schon ganz schön heftig ist, aber ich glaube, dann bekommt man auch den Raketenwerfer oder irgendeine Belohnung bekommt man dann irgendeine Waffe. Ich glaube, mit Jill den Raketenwerfer, mit Chris den Flammenwerfer oder irgendwie so.
Und es gibt auch eine Herausforderung, es unter 6 Stunden zu schaffen. Das sollte, wenn man ein bisschen Bescheid weiß, gar kein Problem sein, denke ich. Ja, ansonsten, was haben wir noch? Ach ja, eine ganz krasse Herausforderung, finde ich, ist, das Spiel durchzuspielen, ohne eine Schusswaffe zu benutzen. Nur mit dem Kampfmesser. Auch keine Feuerzeuge erlaubt, kein Zombie-Kopf zertreten ist erlaubt. Ich weiß nicht, wie man das schaffen soll. Also das stelle ich mir wirklich richtig heftig vor. Ansonsten gibt es noch ohne zu speichern durchspielen. Gut, das sollte möglich sein, wenn man sich ein bisschen auskennt in dem Spiel und es ein paar Mal durchgespielt hat. Gut, und damit möchte ich es jetzt auch beruhen lassen. Wir haben Resident Evil durchgespielt. Es war ein schönes Spiel. Und wenn irgendwann mal Resident Evil 2 als HD-Remake rauskommen sollte, ich habe irgendwo gelesen, dass das wohl passieren soll, dann werde ich das auch wieder mit euch spielen. Denn, ich muss sagen, die ersten 3 Resident Evil Teile, die noch richtig Resident Evil Flair haben, die sind richtig geil. Und wenn die tatsächlich so rauskommen, in der Art hier, wie das hier auch war, dann freue ich mich da richtig drauf. Also das war schon ziemlich geil hier. Hat mir richtig gut gefallen. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns bei irgendeinem anderen Projekt wieder von mir. Und bis dahin, gehabt euch wohl. Wir sehen uns. Haut rein. Wie immer halt, ne? Tschüss.